Regional, zuverlässig und fair. Strom und Erdgas der Stadtwerke München gibt es auch in Windach. Wir wünschen gute Unterhaltung bei Ortschaft der Woche. Liebe Zuschauer, wir sind in Windach, beim Rathaus, beim Männerchor Windach. Die Burschen haben die Noten schon eingebeugelt, ihr dürft schon rauskommen. Könnt ihr euch schon zur Chorprobe treffen, gell? Ja, gut, dann gehen wir halt rein, oder? Wer ist denn der Name? Helmut. Helmut? Schorsch. Schorsch, grüß dich. Der Heini. Das ist der Heini. Und du bist der? Karl. Karl. Welche Stimme? Zweiter Tenor. Zweiter Tenor? Habt ihr sogar einen zweiten Tenor? Bitte, es gibt nur einen ersten Tenor, gell? Oh, der hat aber eine sehr schöne Stimme. Bin mal gespannt, ob ich das... Wir sind spät gekommen zur Chorprobe. So, grüß Gott, guten Morgen. So, der Rest haben wir auch noch. Du bist der? Franz. Das ist der Franz. Und du? Wilfried. Wilfried. So, den habe ich auch noch nicht. Habertieri, wer bist du? Klaus. Der Klaus. Den der Manfred. Wir haben wir schon. Joachim. Den haben wir auch schon gehabt. So, das sind aber jetzt nicht alle, oder? Wie viele seid ihr sonst im Männerchor? 14. Reichert es nur ein paar in Windach? Gibt es noch Männerstimmen, die man verwenden könnte? Habt ihr schon mal ein Casting gemacht, irgendwas? Schon, aber die singen schon in einem Chor, im Kirchenchor. Wir haben ja nachher einen Chor, und so einen Gospelchor gibt es in Windach noch. So musikalisch ist Windach? Ja, ja. Und seit wann gibt es euch? Uns gibt es seit 2002. Und wer ist Gründungspapa? Wer hat das Ganze veranstaltet? Ja, ich und der Helmut Pohl. Ah, wirklich? Ja, ja. Ihr zwei wart es? Weil er Lust gehabt hat, dass er wieder singen will. Ja, logisch, damit wir von daheim weiterkommen. Dass wir voran sind, oder? Ja, klar. Ja, Wirtshäusl ist nicht immer die Lösung, gell? Nein. Was Sinnvolles machen? Was Sinnvolles? Ja, jetzt sieht man jetzt lauter. Wie hast denn die Bäume alle ausgesucht? Wie sind denn die alle dazugetreten? Die haben gewusst, du suchst, ihr sucht und dann. Wir waren im Männerchor, im Kirchenchor. Im Kirchenchor? Und dann seid ihr abtrünnig geworden, ja, oder was? Unbedingt am Männerchor wollten wir dann einmal haben. Und dann haben wir halt geschaut, wer alles so singen kann und gern mitmachen würde. Es haben natürlich schon wieder einige aufgehört, die beruflich sich halt verändert haben. Aber wir haben wieder welche dazu bekommen und haben mittlerweile 13 Sänger plus Dirigenten. Also die Frauen an sich im Kirchenchor gemischt, da hat man gesagt, nein, wir wollen unter uns, oder wie war das? Ja. Du hast den Grinsen. Das habe ich schon gedacht. Das kann angenehm sein. Das hat man schon länger im vorgehabt. Im Sinne. Und dann hat sich das einfach so gebildet. Ist aber jetzt schon eine Zeit, ne? Also 13 Jahre. Ja, wir haben 10-Jährige gefeiert, 2012, mit einem Konzert. Wir machen alle Jahre ein Chorkonzert, entweder in Bad Wörishofen oder in Bad Kohlgrub, in Mittenwald waren wir schon und in Baden-Baden. Baden-Baden seid ihr auch schon gleich. Haben wir einen Ausflug gemacht. Gut, das ist unser Hauptplan für das ganze Jahr. Und wir singen halt noch in der Kirche, der Pfarrer was braucht, oder sonst, wenn der weltliche Veranstaltung ist. Ja, das hat so ganz schön unterwegs. Schon auf Tournee also gewesen, was ich mitbekommen habe. Ja, Wahnsinn. Ha? Ja, Wahnsinn. Baden, Baden. Ja, das hat sie. Das war das Highlight, gell? Das war eindrücklich, oder? Ja. Ja. Weißt schon, ich hab's was erlebt. Boom. Ja, Baden-Baden habe ich schon kennt, weil. Tante von mir hat das Hotel Löwenbräu früher gehabt, das hat mich schon gefreut. Bist du wieder hingekommen, oder? Weitere Reisen wären auch noch möglich, wenn du mal auf Tournee gehen wolltest, Franz? Weitere Reisen, ja. Nur weiter. Nur weiter. Dass du nur weiter verrammt hast, das war ja nur möglich. Ja, wir machen das ja eigentlich nur immer so einen Tag und entweder am gleichen Tag zurück oder, ja, ich glaube, im Schwarzwald waren wir mal einen Tag hin, nächsten Tag wieder zurück, aber weiter erlauben uns die Frauen nicht. Jetzt sind sie wieder dabei. Die Frau hier sagt jetzt, sie würde mal gern was hören, Wilfried. Was hören wir denn einmal? He? Seid ihr da schon so in der Aufstellung dann? Ja. Teilen wir mal, wer, wo, Tenor, Bass, wo sind wir denn? Der erste Tenor. Erste? Zweiter? Ja. Und da? Der erste. Oh. Das, merkt ihr was? Da geht's schon in die Richtung Bass. Aber nur von der Körpergröße. Was hören wir, Wilfried? Ein Lied aus unserer Anfangszeit, frisch gesungen. In diesem Sinne, bitteschön, Männerchor Windach. Hab oft im Kreise der Lieben im duftigen Grase geruht und mir ein Lied angesungen. Und
Regional, zuverlässig und fair. Strom und Erdgas der Stadtwerke München gibt es auch in Windach. Wir wünschen gute Unterhaltung bei Ortschaft der Woche. Ja, wir stehen beim ersten Bass, sieht man irgendwelche Resonanzkörper. Also nicht, jetzt ich nicht, aber obwohl ich auch eine tiefe Stimme habe, aber ein Resonanzkörper braucht schon irgendwelche. Ja, sicher. Wie tief geht es denn unter eigentlich? Ja, es geht immer so tief runter, wie es sein muss. Mhm. Und wenn es hergeht, dann geht es auch, aber lieber ist man tief unten. Das ist, und du auch? Bist du ja, schon. Weil, wer hört man das denn selber? Also da kommt jetzt jemand zu dir, Wilfried, und will mitsingen. Weißt du aber noch nicht, in welche Richtung, okay, auch wenn er jetzt schon eine Zeit lang gesungen hat, aber wenn man sagt, na, eigentlich kann da ein Tenor mit aufbrummen. Also wie hört man das raus? Ja, das, dann stellt man dann irgendwo hin, wo man meint, von der Sprache her, hat er die richtige Stimme dazu und dann sieht man schon, ob er aufkommt oder ob er runterkommt, wo er sich leichter tut, da wechselt man dann. Meistens fängt er am Tenor an und dann sieht man schon, ob er aufkommt oder nicht. Tenor singt, der weiß das von sich aus. Der weiß selber. Ja. Verändert sich denn eigentlich, ich meine, die Stimme im Alter? Also sehe ich so ein bisschen, also bedingt ein wenig jünger, ein bisschen jünger, oder? Ja. Aber verändert sich dann die Stimme auch in so den Jahren zwischen 25 bis 45? Wer hat er gebraucht? Ich habe beim ersten Tenor angefangen. Ach so. Ja, aber hat sich nie recht wohl gefühlt. Ja. Hast du einen Stimmbruch gekriegt oder was? Oder wie war das dann? Ich komme zwar nauf, aber auf Dauer halt es nicht. Ja, genau. Wollen wir den üben? Wie erhält man denn die Stimme? Ha? Wie übst denn du? Nein, die Woche haben wir einmal Probe. Ja. Und manchmal singt man auch durch warm. Ja? Schon, da haben wir wegen Einölen und so. Rotwein. Ich habe gedacht, das ist schlecht. Nein. Nüsse und Rotwein hätte ich gedacht, das ist schlecht. Ja. Nicht für den zweiten Bass. Was denn? Das ist klar. Zur Chorprobe selber, dann kommt man, sitzt zusammen und dann wird aber fleißig, wird da richtig die Sache geprobt? Ja. Zuerst wird geprobt, hinterher wird gefeiert. Man kann auch mitmachen, wenn man nicht singen kann. Das ist meine Qualifikation. Weil hinterher gibt es eine Brotzeit, wenn man Geburtstag hat. Und da haben es damals im Dezember keinen gehabt. Und das war meine Qualifikation. Also, man muss nicht unbedingt singen. Und ihr habt alle dreimal im Jahr Geburtstag, oder? Nehme ich an. Das denke ich. Die Proben dann sich, wenn es auf ein Konzert hingeht, trefft ihr euch dann öfters? Oder seid ihr schon Profis, wo man sagt, ja, man kennt ja das Lied gut? So kurz vor dem Konzert dann noch einen Probetag. Da treffen wir uns da eigentlich für einen ganzen Tag. Seid ihr auch wieder verrammt? Ja. Auch wieder. Und ist man nervös oder nicht? Ja, auftreten schon. Ja? Da kribbelt es ein wenig? Da grinst er. Da muss man richtig konzentrieren. Ja. Und ein bisschen aufgeregt sein. Meistens. 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 Aber das ist dann schon, wenn man so vorne steht, Leute schauen ihn an. Machen wir das immer? Das ist mir dann schon gewohnt. Das ist mir schon gewohnt. Ich habe jetzt mal nachgerechnet, seit 50 Jahren singe ich schon. Seit 50 Jahren? Bist du noch gar keine 50? Also, Dankeschön. Bitte, gerne. Das ist doch schon im Mutterleib schon entstanden. Mit 18, da habe ich beim Hofbau schon gesungen. Im Kirchenchor. Jetzt überlegt es gerade alle mal so, wie lange du schon singst. Wie lange bist du schon? Ein singendes. Insgesamt. Ja. 25 Jahre schon. 25 Jahre? Aber da ist ja schon länger dann dabei, wo? Sag's denn die? Stopst man mal. Stopst man einen anderen mal an, wenn er einen falschen Ton erwischt hat? So? Das merkt er dann schon selber. Das merkt er selber? Der andere hat gerade logisch gesagt. Wer hat logisch gesagt? Wer stellst da an der Seite? Du kriegst ab und zu einen Rempler, Puff. Nein, also bei ihm muss der anstoßen. Der merkt es ja nicht. Sonst merkt er es ja nicht, der Bursch. Ne? Ja. Ist man streng, ist der Dirigent dann auch streng, wenn was nicht passt? Ja, schon. Also einen Mannerhafen muss man schon unter Kontrolle haben, oder? Eigentlich schon. Der gibt halt einen Einsatz und dann leistet er keinen nennenswerten Widerstand mehr. Das haben wir schon gedacht, weil da prallen ja auch Meinungen aufeinander. Oder haltet man sich an das, was der Dirigent vorgibt? Er hätte es wirklich sehr gern, wenn wir uns daran halten würden, was er vorgibt. Insbesondere, wenn wir Blickkontakt zu ihm halten würden, nicht immer in den Zettel schauen müssten. Aber das gelingt uns leider halt nicht. Also Zettel, Noten sind vorhanden. Man darf hineinblicken. Für ein Konzert ohne oder dürft ihr da auch mit Noten? Mit. So da hat jeder eine schöne schwarze Mappen, gell, so wie ich. Ja. Nee, und da sieht man nicht, was man da dahinter hat. Mhm. Nee, und dann passt das schon. Dann ist das in Ordnung. Gibt es neues Liedgut, das dann auch ab und zu ausgewählt wird? Oder ist es Tradition? Schöne alte Chorlieder oder auch neu modern?
her, jetzt kommt das Potpourri. Ja, Wahnsinn. Spanische Nächte. Nächte. Dann ein Freund. Dschungelbuch. Dschungelbuch. Wirklich? Schau an. Ja, was denn? Heute ist es da. Na, aber das Repertoire ist ausgewählt und viel, oder? Ja. Sehr schön. Sehr. Aber Baum, jetzt sind wir schon fast am Ende. Wir müssten jetzt nur ein bisschen was hören von euch. Und dürften das natürlich. Dürfen wir den beiwohnen, Wilfried? Schlag den Takt an. Ich sage schon mal Servus, liebe Zuschauer. Ortschaft der Woche. Vom Männerchor schauen Sie sich die Pracht an. Aus Windach. Gell? So, bitteschön. Zweite. Und. Hab einsam auch mich gehärmet, im langen düsteren Mut, und habe wieder gesungen, und alles war wieder gut. Die Ortschaft der Woche wurde präsentiert von den Stadtwerken München. Strom und Erdgas der Stadtwerke München gibt es auch in Windach. Wechseln auch Sie.